Sehr unangenehm, wenn man trotz warmer Räume oder warmem Wetter irgendwie ständig kalte Hände oder Füße hat. Woran das liegen könnte und was du dagegen tun kannst, das erfährst du jetzt. Hallo, ich bin Ernährungs- und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Los geht's! Unser Körper ist konsequent auf eine sehr stabile Körperkerntemperatur von knapp 37 Grad eingestellt. Das ist eine Meisterleistung, weil er ständig mit der Umgebungstemperatur in Konkurrenz steht. Das kennen sicher viele. Wenn es im Sommer sehr heiß ist, dann reicht als Nahrung auch mal ein Salat, zwei Äpfel und drei Kugeln Vanilleeis für den ganzen Tag. Einfach keinen Hunger, weil der Organismus eben viel weniger Heizenergie braucht, also weniger Kalorien in die Wärmeproduktion investieren muss. Im Winter, selbst dann, wenn wir draußen gut eingepackt sind, braucht es mehr Heizkalorien. Ja, gut, dass Weihnachten im Winter liegt. Der Temperaturmessfühler sitzt in einem bestimmten Bereich im Gehirn, dem Hypothalamus. Er gleicht ständig den Ist-Wert mit dem Soll-Wert ab. Ist die Temperatur zu hoch, gibt es den Schwitzbefehl an die Haut. Durch die Verdunstung kühlt die Haut und damit das Blut etwas herunter. Ist es zu kalt, fangen die Muskeln an zu zittern. Das erzeugt Wärme. Bei Kälte passiert aber noch etwas. Die Peripherie, also die Hände und die Füße, die kühlen ab. Hier werden die Hautkapillare, die ganz feinen Blutgefäße, enggestellt, um weniger warmes Blut an die Hautoberfläche zu bringen, wo es dann ja schneller abkühlen würde. Genau das versucht dein Organismus zu verhindern, wenn es kalt ist. Die Wärme entsteht bei Erwachsenen zum kleinen Teil in sogenanntem braunem Fettgewebe, das bräunlich aussieht, weil dort eine riesige Anzahl Kraftwerkchen, die sogenannten Mitochondrien, die Kalorien zu Wärmeenergie umwandeln. Und in den größeren Organen, weil die auch mittels Kalorienverbrennung in den dort befindlichen Kraftwerkchen ihre Energie, das ATP, produzieren und dabei eben auch Wärme entsteht. Jetzt wird es ganz wichtig. Je nach Körpertemperatur gibt dieser Thermostat den Regelbefehl an die Schilddrüse. Da drin werden sozusagen Streichhölzer, also die Schilddrüsenhormone, produziert. Zum Beispiel größere Mengen T4, das sind noch nicht brennende Streichhölzer, und ein bisschen T3, die brennen schon. Diese brennenden Streichhölzer zünden in den unzähligen Kraftwerkchen die Feuer an, damit die Energie und eben auch Körperwärme produzieren können. Genau hier ist der erste Ansatzpunkt, wenn einem ständig kalt ist. Läuft dieser Regelkreis richtig? Ist der Steuerungsbefehl, das sogenannte TSH, noch im richtigen Bereich? Liegt der Wert irgendwo zwischen 1 und 2? Wenn nicht, dann ist das schon ein erstes Zeichen, warum das mit der Körperheizung vielleicht nicht so gut funktioniert. Dann, wie sieht es mit dem sogenannten freien T4 aus oder wie mit dem freien T3? Hast du vielleicht sehr viel Stress und da zählen auch sehr niedrigkalorische Diäten dazu, die du vielleicht in der Vergangenheit immer wieder gemacht hast? Da sage ich dir, zu wenige Kalorien, also deutlich unter 1000 am Tag über eine längere Zeit, das ist Stress pur für deinen Organismus. Dann bläst das Stresshormon Cortisol, das brennende Streichholz, aus. Das kannst du mittels Bluttest messen lassen. Nennt sich dann Reverses T3 oder RT3. Ich sage dir aber gleich, nur wenige Ärzte kennen sich damit aus und werden deine Bitte abtun mit Blödsinn, braucht man nicht. Wir messen das TSH und gut ist. Schade, weil hier viel Potenzial verschenkt wird, der eigentlichen Ursache näher zu kommen. Es ist nicht möglich, hier in aller Kürze diese Regelkreise so herunterzubrechen und Maßnahmen zu erklären, was getan werden müsste, um den wieder zu reparieren. Nur mal ein wichtiger Hinweis. Es könnte eine versteckte Autoimmunerkrankung sein, die sich Hashimoto-Thyreoiditis nennt. Oder einfach nur ein Nährstoffmangel. Selen ist sozusagen die Reibefläche an der Streichholzschachtel. Ist zu wenig vorhanden, kann das T4 nicht zum T3 entzündet werden. Zu wenig Eisen, zu wenig Kupfer ist oft auch ein Grund. Oder zu wenig Jod, das sozusagen den Streichholzkopf darstellt und so weiter. In der Community meines Online-Coachings Leichter als du denkst, ist das Schilddrüsenthema ein Dauerbrenner. Der Austausch dort ist dermaßen wertvoll, hier kommt so viel Schwarmintelligenz zusammen. Das ist einfach klasse.
Das ist so hilfreich und macht den Betroffenen Hoffnung. Es gibt aber auch noch andere banale Gründe. Zu wenige Kalorien zum Beispiel. Wer nur einen Salat isst, später noch an Gemüsesticks knabbert, hat schlicht zu wenig Brennstoff im Tank, um verschwenderisch für die Wärmegewinnung damit umzugehen. Nochmal, das ist Stress pur für den Körper, der dann über die Stresshormonachse den Verbrauch und damit den Hauptkalorienverbraucher Körperwärmegewinnung herunterreguliert, um zu überleben. Es ist also wichtig, dass du isst und dazu eben auch alle 47 lebensnotwendigen Bausteine lieferst. Wenn dich das interessiert und du es noch nicht gesehen hast, schau dir meinen kostenlosen Online-Vortrag dazu an. Den Link findest du in der Beschreibung. Was auch sein kann, wenn dein Blutzuckerspiegel zu stark schwankt, weil du ein Weißmehl- oder Zucker-Junkie bist. Sobald der in den Keller klatscht, fehlen dir auf einen Schlag Kalorien, die verbrannt werden können, weil die Kalorienspeicher, du weißt schon, die in der Schnitzelschürze eben nicht so schnell mobilisiert werden können. Zwar sind in der Leber auch ein paar Notreserven an Zucker, aber selbst diese Reserve schafft nicht den schnellen Ausgleich. Noch ein Grund, vorhin schon mal kurz angesprochen, zu wenig Eisen im Blut. Was braucht es denn für ein ordentliches Feuer? Klar, Sauerstoff. Das Eisen im Blut nimmt den Huckepack und transportiert ihn in die Zellen. Das nennt sich Hämoglobin, wird beim Blutbild immer gemessen. Wenn dieser sehr niedrig ist, dann kann das auch eine Ursache sein. Regelmäßig Eiweiß und Eisen ist hier sehr wichtig. Zusammengefasst, deine Schilddrüse bzw. der Regelkreis muss funktionieren. TSH, FT4, FT3, eventuell bei Stress auch RT3 können hier mit einem erfahrenen Arzt angeschaut werden. Genügend Kalorien sind wichtig, reich an den 47 Bausteinchen. In Bezug zur Körperwärmeproduktion ist Selen, Jod, Eisen und Kupfer, natürlich auch Eiweiß, sehr wichtig. Eine konstante Energieversorgung mit wenig Weißmehl und Zuckerprodukten kann auch schon alleine enorm helfen. Ganz kurz noch ein paar Tipps, wie man die enggestellten Gefäße in der Haut weiten kann, damit dort mehr warmes Blut reinkommt, was dann die Füße und die Hände wärmen kann. Magnesium kann helfen. Es sorgt für eine Entspannung der Gefäßwände. Das wird keine Wunderwirkung entfalten. Es kann dich aber in die richtige Richtung schubsen. Natürlich ist auch jede Art der Bewegung wichtig. Wer sich viel bewegt, treibt den Kreislauf an. Ist die Intensität nicht zu gering, dann kommt auch mehr Blut in die Peripherie, also Hände, Füße. Entstressung, die ist besonders wichtig, denn Stress war früher überlebenswichtig. Es ging oft ums Überleben, wenn wir uns verletzt haben. Stresshormone sorgen dafür, dass die Gefäße enggestellt werden, weil wir früher bei potenziellen Verletzungen sonst eher ausgeblutet wären. Wir haben heute zwar keinen akuten Stress mehr, aber latenten Dauerstress. Das kann auch mal die kreischige Musik im Radio sein, der anstrengende Verkehr oder die pubertierenden Kinder. Schön wäre, wenn wir das einfach ausschalten könnten. Geht aber nicht. Aber Ruheinseln sind ein verdammt guter Anfang. Mit etwas mehr Bewegung kannst du hier doppelt punkten. Wenn du öfter draußen spazieren gehst, beruhigt das die Seele. Da reichen auch mal nur 10 Minuten aus, um sich danach viel besser zu fühlen. Bewegung treibt durch den etwas erhöhten Puls mehr Blut in die Hände und Füße. Das kann dann auch sehr gut helfen. Da reichen dann aber nicht immer die 10 Minuten. Probier es einfach mal aus. Letzter Tipp, spezifisch dynamische Wirkung, heißt das Zaubersätzchen. Wer seinen Eiweißanteil in der Nahrung etwas erhöht, wird erfahren, dass Eiweiß, um in Energie umgewandelt zu werden, mehr Wärme abgibt. Auf der einen Seite bleiben dann weniger Kalorien übrig, die auch bei einem zu viel eingelagert werden könnten. Auf der anderen Seite wird einem dadurch wärmer. Vielleicht auch dir? Hast du einen Tipp für die Community, was helfen könnte? Hast du mit einer meiner Ideen und Ansätze Selbsterfahrung gemacht? Schreib es in die Kommentare, wenn du magst. Und wenn deine Hände nicht eingefroren sind, dann klick auf den Daumen hoch. Das würde mich sehr freuen. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.